Hallo und willkommen zu einem neuen Game, und zwar Foundation. So neu ist das gar nicht, aber das Winter-Update kam vor kurzem raus und da spielen wir in der Version 1.5.11, wie man unten rechts unschwer erkennen kann. Das ist im Grunde ein Aufbauspiel im Mittelalterbereich, allerdings nicht so klassisch wie City Skylines oder so, sondern die Bewohner bauen ihre Häuser selbstständig. Man kann nur sagen, wo, glaube ich, die städtischen Gebäude hin sollen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt einfach mal eine Map genommen, und zwar Flussbett. Und jetzt kann ich hergehen und mir quasi erstmal den Bauplatz aussuchen, den allerersten. Nachher kann man sich natürlich noch vergrößern, aber der erste ist natürlich auch wichtig von der Art her, je nachdem, was man machen möchte. Ich habe früher immer mit dem angefangen und ich habe schon mal gespielt, super lange her. Und mittlerweile, also ich glaube, ich würde den auch wieder nehmen eigentlich, weil den hier finde ich ein bisschen zu viel mit Wasser. Und den finde ich eigentlich ganz gut, weil wir brauchen zu Beginn Bäume, Essen und Steine. Haben zwar alle, aber hier sind viel mehr Bäume drin als woanders. Hier würde auch noch gehen, aber ich würde auch ganz gerne am Wasser. Eventuell können wir danach einen Fischer bauen. So, wir gehen jetzt einfach mal rein hier. Ihr habt einen neuen Auftrag. Baut ein Dorfzentrum. Wir halten uns jetzt mal ein bisschen an die ans Tutorial hier oben. Weil, wie gesagt, alles weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ein bisschen weiß ich auf jeden Fall. Dorfzentrum ist immer geil, da sind direkt Einwohner mit drin. So. Neuzone, Abbau ist verfügbar und ein Haufen andere Gebäude noch. So, Holzfällerlager soll ich jetzt bauen. Holzfällerlager, ganz wichtig. Baut Holz ab, wer hätte es gedacht? Ich glaube, ich baue das hier oben hin. Drehen kann man mit Steuerung und horizontaler Mausbewegung. So, Holzfällerlager gebaut. Okay, die holzen die Bäume ab. Habe ich gemacht. So, nächster Auftrag. Ich warte halt ab. Da, der nächste kommt. Einen neuen Baumeister zuweisen. Also man kann jetzt hergehen, einfach den Typen anklicken und sagen Baumeister. Oder man geht hier unten auf die Dorfbewohnerliste und sagt, Karl, du bist Baumeister. Ich mache direkt zwei Baumeister. Die Lilly auch noch. So, normalerweise müsste der sich jetzt eigentlich auf den Weg machen. Na, da läuft er schon. Ich finde die Grafik auch so schön. Man kann so voll nah dran. Obgleich die alle gleich aussehen. Ne, gar nicht. Die sehen gar nicht alle gleich aus, ne? Ja, komm, die ähneln sich aber schon hart. Also ich glaube, die hatten alle denselben Vater. Aber sowas von. Oder die gucken alle denselben YouTuber und jeder hat den Style kopiert. Passiert hier auch manchmal. So, was machen die denn jetzt? Die bauen jetzt hier fleißig. Wir warten nochmal ganz kurz. Wir können auch ein bisschen beschleunigen. Und das ist das Coole hier. Guck mal. Hier, wo die Leute herlaufen, entstehen Wege. Wer hätte das gedacht? So, Baumeister am Start. Geht, glaube ich, auch relativ schnell hier. 21 Jahre alt, männlich, Zufriedenheit, nicht so zufrieden. Und was ich immer noch blöd finde, sind die Bilder. Die sehen echt ätzend aus. Da können sie einfach das Gesicht von dem reintun. Alles ist gut. Die passen gar nicht dazu. So, gleich fertig hoffentlich. Fertig. Gebäude fertiggestellt. Holzfällerlager. Nächster Auftrag. Jetzt kommt. Einen neuen Holzfäller zuweisen. Machen wir. Holzfäller ist Reinhard. Holzfäller fällt Bäume. So, der wird sich jetzt im Moment... Ah, ich glaube, das ist er, oder? Reinhard. Ah ja, hat direkt eine Axt bekommen. Nice. Geht direkt an die Arbeit. Ach genau, Abbauzone einzeichnen. Man muss immer sagen, wo die Leute abbauen sollen, wo die wohnen können. Muss jetzt... Ah, hier. Ausbau. Abbau. Ausbau. Ja. Mach hier mal den ganzen Wald weg. Den ganzen Wald will ich weg haben. Warte, ich kann direkt mal die Bärchen auch mal in Abbauzone setzen. Und die Steine auch. Das müssen wir auf jeden Fall gleich machen. Ihr habt einen neuen Auftrag. Produziert Beeren. Okay, da müssen wir einfach nur ein Haus bauen. Und zwar eine Sammlerhütte in der Abteilung hier. Und ehrlich gesagt, klar habe ich schon mal gespielt, aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht weit gespielt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Oder wie es halt nachher abgeht. Aber oh, das ist so schön. Wo ist er denn hin jetzt? Hier. Na? Boah. Oh, sorry. Ich wollte nicht in dich rein. Bisschen zu schnell gerade. Ah, da, der nächste Baumeister am Start. Können wir noch was anderes bauen? Ich glaube, einen Brunnen brauchen wir sowieso gleich. Den habe ich normalerweise immer hier in der Mitte gebaut. Ich weiß nicht, ob das noch geht.
Braucht, glaube ich, nur Geld, aber verbraucht nicht. Doch, Wartungskosten 15 Gold. Ah. Aber Brunnen ist auf jeden Fall wichtig. Aber ein Brunnen wäre eigentlich hier schlauer, weil das mehr abdeckt. Egal, wir packen den jetzt erstmal hier hin. Holen die Sachen, dann holen die Leute ihre Baumaterialien immer aus dem Brunnen raus. So, zwei Baumeister. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Sammler gleich, wenn die fertig sind. Sammler, nehmen wir mal die Emma, ne? So war das doch früher, oder? Und allein. Ja, hier mal fertig. So, gebaut, Sammlerhütte. Ich glaube, drei Stück können da arbeiten. Na genau, drei Stück. Zwei sind zugewiesen. Oh. Und es gab auch so ein paar Quality-Updates zum Beispiel. Also früher, als Beispiel jetzt, man hatte eine Stadt. Und hier hat jetzt einer gewohnt, der da gearbeitet hat. War total unwirtschaftlich, weil er auf dem Weg dahin voll Hunger hatte, Durst hatte und dann alles gemacht hat, außer zu arbeiten. Mittlerweile ziehen die Leute um. Also man muss sich nicht mehr so krass darauf konzentrieren, dass die Leute auch da wohnen, wo sie arbeiten. Nee, nee, die ziehen da schon selbstständig hin. Das war auch eins der Sachen, die halt im Winter-Update drin waren. Ihr habt einen neuen Auftrag, Speicher 100 Gold. Baut einen Speicher, einen neuen Träger zu weisen, weist deren Speicher Beeren zu. Oh. Können wir eigentlich direkt hier hinten machen, ne? Warte, nur mal eben gucken. Ich glaube, das Lager ist wahrscheinlich unten, obwohl, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht erkennen. Machen wir so, dann sind dahinter die Beeren. Und auch von da zu erreichen. So, da kommt der Speicher hin. Und das heißt, wir brauchen danach noch einen Träger, richtig? Das ist ja dann der Jakob. Ne, Jakob. Jakob. Mein Gott. Der Träger trägt Waren ins Lager. Anwählen kann ich das noch nicht, ne? Gebäudebau priorisieren. Ja, ist nur ein Gebäude gerade. Brauche auf jeden Fall Holz. Und eigentlich könnte ich auch schon mal hier den Steinbruch bauen. Weil klar, das kommt jetzt gleich. Aber wir haben ja auch zwei Bauarbeiter. Deswegen wird der eine jetzt schon mal dahin gehen. Also wird wahrscheinlich der nächste Punkt sein, den man machen muss. Und dann sind wir dem schon mal ein bisschen voraus. Steinmetzhütte, Sägewerk. Ja, die lassen wir nochmal eben. Rechtsklick abbrechen, okay. Woher holt er Holz? Achso, der holt direkt Holz vom Holzfäller, cool. Gerade ein bisschen gewundert, wo der hin will. So, Häuser gibt es allerdings noch nicht. So, Baumeister, ich arbeite, ich baue. Ist gleich, denke ich mal, fertig hiermit. Schon mal sehr, sehr cool. Und wir können natürlich auch ein bisschen schneller machen, aber eigentlich will ich da nicht mehr so durchhasten. Aber nur kurz. Weil bei solchen Spielen, die auch relativ neu sind für mich, davor checke ich immer alles und dann passiert eher was Negatives anstatt was Positives. Keine Ahnung. Die sind mit den Bauarbeiten fertig, die hungern, die werden angegriffen und ich kriege das nicht mit, weil einfach super schnell ist. So, 5 Steine brauchen die noch. Haben die keine Steine mehr? Sind Steine alle oder kommen die dann doch, kommen wohl dran. Wollte gerade sagen, was denn los? Ja, kann natürlich sein, dass die jetzt da hinten die Steine beliefern. Da Ressourcen. Wasser. Ah, war vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht nicht ganz. Egal, warte mal, wenn der fertig ist, werden wir jetzt Steine bauen. Achtung. Gebäude fertiggestellt, Steinbruch. Ich setze schon mal den Oliver ein als Steinmetz. Haut Steine ab. Okay, das macht Sinn. Genau, Steinhauer produziert Steine. Und die werden dann direkt hier verarbeitet. Soweit so gut. Ich glaube, hier drin sind keine normalen Steine. Da sind nur diese... ja, Steinblöcke sind da nur drin. Die brauchen wir gerade nicht. Okay. So, baut den Speicher zu Ende. Martin ist immer noch arbeitslos.
Und alles schlecht gelaunt, ey. Nicht sein Ernst. Okay. Freien Dorfbewohner zuweisen? Aber was ist denn mit dem anderen? Oder habe ich den falsch zugewiesen? Oh nein. Ah, den habe ich zum Steinmetz gemacht. Macht gar keinen Sinn. Hier können wir erstmal lassen auf jeden Fall, aber normalerweise braucht man hier einen Steinhauer. So, jetzt brauchen wir noch 5 Steine für den Speicher. Wird, glaube ich, einer, ne? Ja, geil. Okay, warte. Ich glaube, das ist ein bisschen schneller, wenn wir den Steinmetz auch kurz zum Steinhauer machen. Und die graden auch ab, wie man sehen kann. Baumeister Level 2, Holzfäller Level 3, die werden dann halt schneller. Okay, ja genau, bauen erst mit dem Brunnen zu Ende. Ihr seht schon, Paragraph 1, jeder macht seins. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir zumindest 2 schon mal. Na, 1 von 5. Und hier hat man auch direkt mal gesehen, Hinweg ist glaube ich da, Rückweg ist da, oder? Ah, fast. Nächster Stein am Start. Nachher muss man auch ein bisschen mehr managen. Klar, das ist jetzt quasi der Anfang so vom Spiel. Schön gemütlich. Und wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt Tipps rein, aber spoilert nicht zu hart. Tipps sind okay, aber nicht, keine Ahnung, was später kommt. Ich möchte mich halt überraschen lassen. Das ist halt mein Ding so. Ich spiele halt oft Spiele, die ich gar nicht kann. Ich meine, auch Cities kann ich nicht. Richtig, nur ein bisschen. Guck mal, anstatt ein Gebäude fertig zu bauen, haben die jetzt einfach... Ja, war auch meine Schuld. Ich habe den Brunnen halt jetzt ziemlich hart benutzt. Beziehungsweise einfach zwischengebaut. Haben wir noch einen Freien? Einen Freien haben wir nicht mehr. Aber wir laufen ja schon auf doppelter Geschwindigkeit. Okay, machen wir nochmal dreifache. Dann sollte das Ding jetzt mal gegessen sein. Jetzt 2 Steine noch. Ja, die wären gleichzeitig, glaube ich, fertig. Und die Sammler sammeln gerade nicht mehr oder haben gerade nicht mehr gesammelt, weil wir auf Maximum, glaube ich, waren. Die haben geschneckt. So. Nein. Nicht hierhin. Okay, Brunnen ist fertig. Das heißt, alle Steine, die jetzt noch gemacht werden, gehen zu unserem Lager. Und einen Träger haben wir schon. Müssen wir nur noch den... die Bären da drauf einigen. Oh, warte, jetzt, was meine ich? Und sagen, Lagerplatz 1 sind Bären und werden automatisch eingelagert, glaube ich, ne? Gebäude fertiggestellt, Speicher. Das nächste war Gebäude fertiggestellt, Brunnen haben wir auch fertig. Jetzt kommt, ihr habt einen neuen Auftrag. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Neuankömmlinge. Baut einen Brunnen, habe ich. Baut einen Markt, habe ich noch nicht. Oh, verkauft auf dem Markt. Markt habe ich eigentlich immer um den Brunnen gemacht. Warte mal. Geht das einfach? Ach hier, lol, okay. Markt. Wir nehmen einen Lebensmittelstand, weil wir sollen ja die Beeren verkaufen. Genau, falscher Knopf. Wir nehmen einen Lebensmittelladen, weil wir sollen ja Beeren verkaufen. Und den machen wir dann... Ja, komm, den bauen wir hier hin, oder? So. Und das Coole ist, da könnte man jetzt, wenn man es hätte, noch ein paar Sachen drum bauen. Da brauchen wir allerdings Stoff und so einen Kram. Und dann Schild noch dran machen. Dass hier der Lebensmittelstand ist. Und eine Bank. Falls mal keiner kommt. Obwohl, das lassen wir einfach. Okay, warte, das kann weg, bitte. Und jetzt Bau beginnen. So, das sah jetzt nicht sonderlich aus, ob da aus Steinen besteht. Ne, nur aus Holz, sehr gut. Er lagert ein und da können wir dann verkaufen. Allerdings müssen wir dann, glaube ich, einen Dorfbewohner, ich nehme einen der Steinhauer, die werden dann nämlich Marktarbeiter, trägt Nahrungsmittel zum Markt.
Ja. Und davor kaufen wir dann die Beeren gegen Gold. So, das ist aber auch geil eigentlich, ne? So, ich sag den Leuten, die sollen die Beeren pflücken, ins Lager tun. Das machen die Leute halt, weil ich denen das sage. Und dann sage ich einem anderen, der soll das zum Markt bringen und verkaufen. So, an die Leute, die es gerade gepflückt haben. Super cool. Hallo? Was ist denn da los? Ah, da fehlen noch 3 Holz. Okay. Da kommt noch ein bisschen Holz. Und fertig. Jetzt kannst du deinen Stand fertig basteln. Und fertig. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, anklicken, dass der Beeren verkauft, oder? Bearbeiten. Achso, kann man bearbeiten. Markt, verkaufe bitte Beeren. Ja, habe ich gemacht. Cool. Okay, kein Auftrag am Start. Ich würde sagen, so weit, so gut. Erste Folge abgeschlossen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir haben schon eine kleine Siedlung. Wohnt natürlich noch keiner. Alles nur Baugebäude und ja, bis zum nächsten Part. Haut da rein. Tschüss.